Nadine Friedrich hat sich auf eine Zeitreise in die 50er, in die 60er Jahre begeben und dabei auf die Suche nach den verlorenen Schritten gemacht. Das ist Familie Bacher, der kleine Max, Franz und Erika. Ausgestattet mit den modernen Errungenschaften unserer Zeit. Warte, Mama, bin ich die Runde fertig? Und hier eine frühere Ausgabe der Familie 1950. Ausgestattet mit dem, was man damals hatte. Keine Hightech-Geräte, aber zwei gesunde Beine. Guten Morgen. Ein typischer Morgen vor 60 Jahren. Gut gelaunt und hoch motiviert startet man in den Tag und bereitet sich auf die anstehenden Herausforderungen vor. Zweimal täglich hat man es auch schon damals getan. Zähneputzen. Wo uns früher die Muskelkraft behilflich war, unterstützt uns heute der Motor der elektrischen Zahnbürste. Dadurch verbrennt man in einer Minute eine Kalorie weniger. Auf das Jahr hochgerechnet sind das immerhin 1460 Kalorien. Während man derzeit vom Genuss einer Tasse Kaffee nur einen Knopfdruck entfernt ist, musste Franz sich diesen in der Vergangenheit erst mit viel Mühe und Schweiß erarbeiten. Für die Arbeit. Das wichtigste Fortbewegungsmittel waren damals die eigenen Beine. Gab es 1955 in Österreich 143.000 PKWs, sind es mittlerweile 4,5 Millionen. Die meisten Wege werden vom Großteil der Bevölkerung bequem mit dem Auto bestritten. Kalorienverbrauch und Bewegung dabei gleich null. In der Arbeit angekommen, setzen wir uns gleich wieder hin. 8 bis 9 Stunden täglich verbringen wir hier auf unserem Allerwertesten. Das sind bei 220 Arbeitstagen im Jahr 1980 Stunden. Zwar waren 1950 Bürotätigkeiten schon weit verbreitet, allerdings musste man tatsächlich noch aufstehen und persönlich zu seinen Kollegen gehen, um sich Unterlagen zu besorgen. Jetzt dürfen wir dank E-Mail und Skype sitzen bleiben. Ebenso der Weg zum Archiv, mittlerweile ein Mausklick. Damals viele Schritte und somit einiges mehr an Bewegung. Außerdem wusste man bereits, wie man durch einfache Übungen auch im Bürosessel fit bleiben konnte. Selbst während eines Telefonates können Sie die Zeit für eine isometrische Übung ausnutzen. Sitzend bei ausgestreckten Knien einen Papierkorb zwischen die Füße nehmen und dann die Beine mit maximaler Kraft zusammendrücken. Durch den Computer sparen wir nicht nur in der Arbeit einiges an Alltagsbewegung ein. Eine Geburtstagseinladung muss Erika nur einmal schreiben und an beliebig viele Freunde verschicken. Und in den 50ern? Jeder Brief musste einzeln per Hand geschrieben und natürlich auch zum Postkasten gebracht werden. Auch shoppen kann Frau derzeit ganz bequem online. Nur wenige Mausklicks und an die 3 Kilokalorien genügen, um kurze Zeit später das Objekt der Begierde nach Hause geliefert zu bekommen. Früher musste man sich deutlich mehr anstrengen, um beim Tanzabend mit neuem Outfit aufwarten zu können. Der Gang ins Geschäft blieb nicht erspart und so verbrauchte man für eine rund 60-minütige Shoppingtour 350 Kalorien. Manche Frauen natürlich auch mehr. Auch beim Beschaffen von Musik klafft der Bewegungsaufwand deutlich auseinander. Heute werden die Lieder gemütlich im Sessel heruntergeladen, damals auf die altmodische Art und Weise vor Ort im Plattenladen ausgesucht. Zeit für das Mittagessen. Kochen damals? Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass der Weg, den eine Hausfrau in ihrer Küche zurücklegt, in 40 Jahren einer Strecke entspricht, die 3,5 Mal rund um die Erde führt. Oh, das gibt's ja gar nicht. Doch, und zwar dann, wenn ihre Küche nicht den modernen Erkenntnissen der Arbeitserleichterung und Arbeitsvereinfachung entspricht. Kochen im 21. Jahrhundert hingegen sieht oft so aus. Ich möchte bitte gern eine Gemüsepizza bestellen. Schatz! Ich habe Pizza bestellt. Super. Nach dem Essen müssen die zugeführten Kalorien wieder abgebaut werden. Ab in den Garten. Bewegte sich Max vor 60 Jahren noch an der frischen Luft, trainiert er heutzutage meist nur noch seine Daumen. Auch beim Fernsehen kommt nur noch eine Bewegung zum Einsatz. Ich mache noch eine Spur heller.
Ich spüre ein bisschen lauter. Vor 50 Jahren gab es die Fernbedienung noch nicht. Durch das ständige Aufstehen und die Bedienung des Fernsehgerätes verbrauchte man in einer Stunde durchschnittlich 165 Kalorien. Mittlerweile sind es nur noch 60. Während man den Abend heutzutage eben gerne auf der Couch verbringt, hatten Erika und Franz in den 50ern anderes vor. Beim Boogie-Tanzen verbrannten die beiden in derselben Zeit sechsmal so viel Kalorien wie unsere Couch-Potatoes. Zwar funktioniert im 21. Jahrhundert vieles leichter und schneller, was die Bewegung und den Spaßfaktor anbelangt, sind uns die 50er aber noch immer weit voraus. Ist Perfektion.